Hallihallo, da bin ich schon wieder mit einem neuen Video für euch. Und zwar gibt es heute einen Tag, denn die liebe Jasmin von Fräulein Jasmin, den Kanal findet ihr hier übrigens und auch unten in der Infobox, hat mich nämlich getaggt zum Charakter-Tag. Das allerdings auch schon im Dezember. Also ich weiß gar nicht, ob die noch weiß, dass sie mich getaggt hat oder dass ich diesen Tag eben noch gar nicht abgedreht habe. Ich habe nämlich zwischendurch andere Videos gemacht und deswegen noch keine Zeit gehabt. Aber jetzt gibt es den Charakter-Tag. Ich hatte mir die Fragen eben schon mal so ein bisschen durchgelesen und muss sagen, es sind schon ein paar sehr heikle Fragen dabei. Und ich hoffe, ihr bleibt auch nach diesem Video meine Abonnenten und mögt mich noch. Denn ich glaube, dieser Tag offenbart mein wahres Ich. Ja, ich würde sagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bist du bei fremden Personen schüchtern? Und da muss ich sagen, früher war ich wirklich eine sehr schüchterne Person. So in der Schulzeit war ich mega schüchtern. Ich habe mich geschämt, vor der Klasse zu reden, an die Tafel zu gehen. Wenn ich was vorlesen musste, ich war immer sehr leise und habe immer so genuschelt. Also da war ich wirklich sehr, sehr schüchtern. Auch in der Schulzeit, was so Jungs betrifft, wenn ich jemanden irgendwie nett fand oder so. Ich habe immer die Freundin vorgeschickt oder Briefchen geschrieben. Ich bin nie persönlich hingegangen. Das hat sich dann so mit 16 geändert, als ich meinen ersten festen Freund kennengelernt habe, den ich übrigens auch wirklich persönlich angesprochen habe. Da habe ich keine Freundin vorgeschickt und auch keinen Brief geschrieben. Und wir haben sogar am ersten Abend schon direkt geknutscht. Also war ich da wohl nicht schüchtern. Ich habe ja auch meinen Mann angesprochen. Und also so ab 16 war das nicht mehr so, dass ich schüchtern war. Auch berufsbedingt darf man nicht schüchtern sein als Krankenschwester. Man hat immer mit Angehörigen zu tun, die man nicht kennt. Man hat mit Ärzten zu tun, die man vorher vielleicht noch nie gesehen hat. Man muss auch mit Ärzten telefonieren, die man nicht kennt. Mit Patienten, die man vielleicht gerade erst auf Station bekommen hat, muss man kommunizieren. Man muss sie waschen, man muss sie versorgen. Also da darf man wirklich nicht schüchtern sein. Ja, auch im Alltag bin ich überhaupt nicht schüchtern, wenn es jetzt darum geht, dass ich im Supermarkt mit der Kassiererin rede oder ich komme mit einer Frau ins Gespräch, die am Obst neben mir steht und sich auch darüber aufregt, dass das Obst nicht mehr frisch aussieht. Also da habe ich gar keine Probleme mit. Was ich wohl habe, ist, dass ich immer etwas vorsichtiger bin. Also bei fremden Personen achte ich immer darauf, was ich sage, ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der den fremden Personen so komplett die Lebensgeschichte erzählt. Also da bin ich schon etwas vorsichtiger. Weil ich halt nicht möchte, dass jemand, den ich nicht kenne, etwas gegen mich in der Hand hat. Ansonsten schüchtern eigentlich nicht. Also, nö, ich bin keine schüchterne Person und ich bin auch nicht bei fremden Personen schüchtern. Frage Nummer 2. Gibst du Obdachlosen Geld? Das habe ich damals, also früher wirklich getan, Obdachlosen Geld gegeben. Und irgendwann bin ich mal hergegangen und habe dann einem Obdachlosen mal ein Brötchen gekauft. Der war sehr erbost darüber, dass ich ihm ein Brötchen gekauft habe und ihm kein Geld gegeben habe. Der hat mich wirklich beschimpft und mir das Brötchen hinterhergeschmissen. Und seitdem gebe ich Obdachlosen weder Geld noch Essen. Also da bin ich dann jetzt konsequent und habe daraus gelernt. Frage Nummer 3. Bist du vertrauenswürdig? Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich anderen stellen sollte, denn ich weiß, dass man mir vertrauen kann. Also man kann ruhig Geheimnisse mir anvertrauen und ich erzähle sie nicht weiter. Ob ich aber jetzt für andere auch vertrauenswürdig erscheine, das heißt, dass man mich sieht und sagt, oh, das ist eine vertrauenswürdige Person, weiß ich nicht. Da muss man andere Menschen fragen. Die Frage kann ich nicht so gut beantworten. Ob jetzt wirklich jemand käme und sagen würde, hier, ich gebe dir 1 Million Euro und ich weiß, du bringst das auf die Bank, auf mein Konto und brennst nicht damit durch. Keine Ahnung, ob ich wirklich so vertrauenswürdig bin. Also da muss man wirklich andere fragen. Frage Nummer 4. Setzt du dich für eine Organisation ein oder spendest du Geld? Also mein Mann spendet wirklich regelmäßig Geld und wir haben auch mal einem Fußballverein Geld gespendet. Da ging es darum, dass sie halt gerne Trikots kaufen wollten, aber kein Geld in der Mannschaftskasse hatten. Und somit sind wir dann eingesprungen. Wir haben dann halt Geld gespendet, dass sie halt die Trikots kaufen konnten und diese auch beflocken konnten.
Ansonsten bin ich eher so der Typ, der so Sachspenden macht. Also Deutsches Rotes Kreuz, wo ich dann Kleidung hinbringe, in den Kindergärten, wo ich dann schon mal Bastelmaterial spende oder Spielzeug, den Schulen schon mal Bücher. Also ich bin eher so der Sachspendentyp und ich finde, das wird genauso gebraucht wie Geld. Ich finde Geld immer sehr überbewertet. Also man muss nicht immer nur Geld spenden, um ein guter Mensch zu sein oder um anderen helfen zu können. Man kann auch Sachspenden machen und hilft genauso gut. Frage Nummer 5. Worauf legst du in deinem Leben am meisten Wert? Und das ist tatsächlich auf meine Familie. Also ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, dass wir alle gesund sind. Weil man kann vieles neu kaufen, zum Beispiel mit Geld. Aber was man nicht kaufen kann, ist eine Familie und auch nicht Gesundheit. Und deswegen lege ich sehr großen Wert darauf, dass alle die, die mir sehr nahe stehen, gerade auch meine Familie, dass sie alle gesund sind und dass wir alle beisammen sind und dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen. Frage Nummer 6. Glaubst du, dass du gut teilen kannst? Ja, ich kann sehr gut teilen. Ich teile gerne, ich gebe gerne ab. Außer meinen Mann, den teile ich nicht. Ansonsten, egal was, ich gebe jedem mein letztes Hemd und auch mein letztes Stück Schokolade. Ich teile wirklich sehr, sehr gerne und ja, also doch, ich bin ein Mensch, der gut teilen kann. Frage Nummer 7. Bei Geschenken, wie sehr machst du dir Gedanken, ob es der beschenkten Person gefällt? Sehr. Also ich mache mir wirklich immer sehr große Gedanken darüber, ob das, was ich jemandem schenke, dass das auch gefällt. Also ja, da bin ich ein Mensch, der sich sehr große Gedanken drüber macht. Gerade auch so bei Personen, die man nicht so gut kennt, ne? Also da, wo man immer so ein bisschen, weil ich mache gerne anderen Leuten eine Freude und ich schenke gerne. Aber wie gesagt, ich mache mir auch immer so Gedanken darüber, wie es wohl bei der Person ankommt und ja, ob es wirklich ein gutes Geschenk war. Ja. Frage Nummer 8. Und das ist meine absolute Lieblingsfrage. Gibst du bei Streitigkeiten schnell auf oder musst du immer das letzte Wort haben? Was glaubt denn ihr? Ich muss tatsächlich immer das letzte Wort haben und ich gebe nicht auf. Also bei Streitigkeiten, ich muss auch immer recht haben. Und ich habe immer recht. Also es kommt seltenst mal vor, dass ich Unrecht habe und auch weiß, dass ich Unrecht habe und es dann auch zugebe, weil ich, wie gesagt, immer davon überzeugt bin, dass ich recht habe und ich habe auch immer recht. Und ich muss tatsächlich auch immer das letzte Wort haben. Und ich bin auch nicht diejenige, die nach einem Streit mit der Friedenspfeife ankommt, sondern ich bin auch sehr, sehr stur, sehr nachtragend und ich kann durchaus auch so 3, 4 Tage einfach mal nicht reden und jemanden nicht beachten. Also mein Mann jetzt, ne? Bei den Kindern ist das natürlich was anderes. Kinder einfach mal nicht zu beachten, finde ich schon schlimm. Nee, aber bei meinem Mann kann ich tatsächlich auch mal so 3, 4 Tage, vielleicht auch mal eine Woche oder immer mal nicht beachten. Und wenn mein Mann nicht so wäre, dass er immer mit der Friedenspfeife ankommt, ich glaube, wir würden seit 17 Jahren nicht mehr miteinander sprechen. Ja. Also, so viel dazu, ne? Die nächste Frage. Bist du ein kreativer Mensch mit vielen Ideen? Ja, bin ich. Also ich nähe ja auch, das wisst ihr ja, und ich habe auch schon Schnittmuster selber hergestellt und danach genäht und ich male gerne, ich bastel gerne, also ich bin schon ein kreativer Mensch und ich habe auch viele Ideen, die ich durchaus auch umsetzen kann. Ja, doch. Frage Nummer 10. Interessierst du dich für Kunst oder für andere Kulturen? Also ich interessiere mich überhaupt nicht für Kunst. Ich kenne zwar berühmte Bilder und also berühmte Werke und auch berühmte Maler, aber ich fahre jetzt nicht auf Kunstausstellungen, weil mich das halt einfach nicht interessiert. Und andere Kulturen, also ich denke mal, dass die Frage so gemeint ist, dass ich mich dann auch damit beschäftige. Das tue ich nicht. Also ich interessiere mich schon für andere Kulturen, aber ich sitze jetzt nicht tagelang am Laptop oder am Computer und recherchiere oder fliege jetzt nach China, um Buddhismus kennenzulernen. Nö, also das nicht. Also wenn das so gemeint ist, diese Frage, dann nicht. Also dann interessiere ich mich nicht für andere Kulturen. Ja. Frage Nummer 11. Bist du spontan oder überfordern dich ungeplante Situationen? Ihr wisst, dass ich alles plane und spontane Situationen überfordern mich durchaus. Also da bin ich wirklich, es ist ja schon schlimm genug für mich, wenn ich einen Termin gemacht habe, der Arzt ruft an und sagt, können Sie vielleicht auch schon eine Stunde früher? Ist für mich schon, oh mein Gott. Also das ist wirklich, Spontanität ist nicht so meins. Wenn sich jetzt auch Besuch ankündigt, die jetzt zum Beispiel sagen, wir kommen um 1 und die sind dann schon um 12 Uhr da, oh mein Gott. Ne?
Also da bin ich wirklich, ja, da bin ich überfordert. Das ist wirklich so. Ich muss alles planen und da darf auch nichts dazwischen kommen und sonst bin ich echt komplett überfordert. Dann kriege ich auch schlechte Laune. Also wenn das dann nicht so läuft wie geplant und dann kommt irgendwie etwas dazwischen oder so. Nee, da kriege ich schlechte Laune und da bin ich echt total überfordert mit. Ja. Die vorletzte Frage. Worüber denkst du am meisten nach? Im Moment situationsbedingt denke ich sehr viel über YouTube nach. Also das beschäftigt mich im Moment wirklich sehr. Unter anderem. YouTube hat jetzt neue Richtlinien rausgebracht und ja, wir sollten jetzt bis zu einem gewissen Datum 1000 Abonnenten bekommen, damit sich halt für uns nichts ändert. Und ich weiß nicht, ob ich das erreichen werde. Da mache ich mir schon so meine Gedanken drüber. Ansonsten bin ich im Moment sehr mit den Gedanken bei dem großen Sohn, der ja jetzt mit der Pubertät, es wird halt immer schlimmer und das ist halt auch situationsbedingt, weil das eine Situation ist, die ich so ja nicht kenne. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit einem meiner Kinder die Pubertät durchmache. Ist schon sehr schwer und verlangt mir sehr viele Gedanken ab. Dann ist es auch so, dass ich über unsere Familiensituation so ein bisschen nachdenke, weil es da gewisse Dinge gibt, die ja uns so ein bisschen gefährden könnten oder unser Familienleben an sich so ein bisschen vielleicht auch kaputt machen könnten, da mache ich mir sehr Gedanken drüber. Und dann ist es ja auch eben so, dass ich generell mit den Gedanken immer sehr viel bei mir bin. Also, dass ich sehr viel über mich nachdenke. Woran das liegt, weiß ich nicht. Das habe ich euch in meinem 50-Fakten-Video, glaube ich, sogar auch mal so ein bisschen angesprochen, dass ich halt so ein negativ denkender Mensch bin und selber immer sehr an mir zweifle. Und das ist halt so, dass ich mich deswegen sehr oft mit mir selber beschäftige, also gedanklich mit mir selber beschäftige, dass ich mir die Gedanken darüber mache, ob ich zum Beispiel eine schlechte Person bin, was ich anders machen könnte, warum dies und das und jenes mir gerade passiert und warum ich denn nicht so und so bin. Also ja, da bin ich sehr oft mit den Gedanken bei mir. Allerdings eben auch bei diesen anderen Sachen, die ich eben genannt habe. Also meine Gedanken sind im Moment ja, auch ein bisschen überfordert und gefordert, weil wirklich vieles mich im Moment beschäftigt, worüber ich nachdenke. Ja. Und dann kommen wir auch schon zu der letzten Frage. Hast du Ängste? Und natürlich habe ich Ängste. Ich bin Mama und Mamas haben immer Ängste. Schon alleine, was so die Kinder betrifft. Ich habe Angst, dass meinen Kindern was passiert auf dem Schulweg, auf dem Nachhauseweg, wenn sie draußen spielen sind. Ich habe Angst davor, dass sie vielleicht später im Leben nicht so richtig zurechtkommen, dass sie vielleicht ein schlechtes Leben haben. Ich habe Angst um meinen Mann, dass ihm vielleicht was unterwegs passiert. Der ist halt viel mit dem Auto unterwegs und fährt auch viel über die Autobahn. Und da habe ich auch immer Angst, dass ihm da vielleicht was passieren könnte. Ich habe Angst zu fliegen. Ich habe Höhenangst. Ich habe ja, Angst, krank zu werden. Also ich glaube, ich habe viel Angst. Also ich habe sehr viele Ängste. Aber das ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der keine Angst hat. Und ich habe auch Angst vorm Altwerden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor dem Alter. Ich habe vor allem Angst. Also ja, ich bin eine sehr ängstliche Person. Ja. Genau. So, ihr Lieben, das war der Charakter-Tag. Meine Antworten auf diese sehr heiklen Fragen, wie ich finde. Ich hoffe, mein Charakter ist nicht ganz so schlecht und ihr bleibt mir weiterhin erhalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht und das, was noch mehr Spaß macht, kommt jetzt. Denn auch ich darf wieder andere taggen. Und ich tagge zum einen die liebe Daniela von Daniela for Family. Ich tagge die Sabine von Kosmetikbiene. Dann die liebe Katrin, das ist so mein Standard, ne? Katrin, die wird immer getaggt von mir. Und dann würde ich gerne noch die Carrie taggen von Mommy Carries Vlog. Ich hoffe, sie macht mit. Alle Kanäle, die ich jetzt genannt habe, verlinke ich euch auf jeden Fall noch unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal gucken, ob die meine Nominierung angenommen haben und an diesem Tag teilnehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über jeden einzelnen Daumen. Dann, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und das gerne tun möchtet, könnt ihr das jetzt gerne hier machen und am besten auch gleich noch die kleine Glocke aktivieren. Dann werdet ihr nämlich über jedes Video, was von mir online kommt, informiert und verpasst nichts mehr. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!